Einen wunderschönen guten Morgen und hallo aus Hollywood. Heute lässt sich Daniel von einem Auto überfahren. Wir sind jetzt hier in Downtown LA, beziehungsweise in der Nähe da vorne. Seht ihr Downtown LA? Das ist das Auto, das gleich Daniel treffen wird. Warum macht er das Ganze? Man weiß es nicht. Nein, als Stuntman, was Daniel ja ist, braucht man bestimmte Stunts auf Video, damit man dann auch für diese Stunts eingestellt werden kann. Vom Auto getroffen werden bei voller Fahrt von vorne. Einer der härtesten Stunts überhaupt, einer der gefährlichsten Stunts überhaupt. Deswegen wird man nur eingestellt, um diesen Stunt zu machen, wenn man das irgendwie auf dem Video schon mal hat und das zeigen kann. Deswegen macht er das, riskiert hier sein Leben, um etwas in seinen Lebenslauf zu packen. Stunt, Leute. Die Location ist übertrieben geil hier. Das wird alles hier im Hintergrund sein. Von hier wird gefilmt quasi. Das Wetter könnte auch nicht viel besser sein. Wenn man filmen möchte, sind Wolken am besten, denn dann ist das Licht perfekt. Nicht überbelichtet, nicht unterbelichtet. Also so, wie es gerade ist, ist es echt gut. Mal sehen, was daraus wird. Natürlich macht man so einen Stunt natürlich nicht ohne Sicherung. Also gewisse Schutzklamotten, Knieschoner, Rückenschoner, Ellbogenschoner, werdet ihr gleich alles sehen. So werden oft Sachen gedreht, die vom Auto quasi, also wenn man vom Auto die Sicht des Autos drehen will oder andersrum die Sicht auf den Fahrer, dann dreht man die Kamera um, dann macht man es vorne mit so einem Teil hier aufs Auto. Das ist magnetisch. Wir haben insgesamt hier 4 Kameras. Forget the warm-up. The classic warm-up to get hit by a car. Knee circles. Maybe very important for the hip. And the hips. The hips. And the back. Jetzt hat er die Kamera da auf die Seite gemacht, um den Reifen zu filmen. Sehr geil. You can put that right here. For the impact, that look good? Yeah, very good. Yeah, so I'll try to just hit the floor right there. I think that the floor will go through us. That's why I will double. Ay, ay, ay. When you get usually hit by a car, somehow the shoe flew or fly off. What's your bet? Is it the right or is it the left? Place your bet. Rechts oder links? I'd say left. The left? Mm-hmm. It's not a bad bet, yeah. Even though the right's gonna hit first, I don't know. Welcher Schuh wird abfallen, fliegen, links oder rechts? Einmal in die Kommentare, bevor ihr es zu Ende guckt. Jetzt wird erstmal von innen gefilmt, wie quasi das Auto auf ihn zukommt. Er dreht sich um und zieht eine Waffe. Natürlich die Waffe immer verstecken, weil da vorne ist auch eine Polizeistation. Und erst ziehen, wenn wir dann filmen, wie immer. Ich muss echt sagen, ich mache ja heute gar nichts, nur Kamera halten und ich bin echt nervös, ja. Echt nervös. If anything goes wrong, if you're knocked out unconscious, I'll call 911, if it gets there, correct? Yep. Perfect. And if you go inside here, I've got all my... 2, 3! Yes! Boom! Let's go! Wir gar nicht wissen, wie Daniel sich fühlt. Oder Pat, der im Auto. Kamera 1 bereit. Red, Kamera 2, Black Magic, hier ist meine kleine Behind-the-Scenes-Kamera. Eine ist noch im Auto.
Yes! That was the left one! Yes! My foot in my foot. Yes! My toe. Are you okay? Yeah. Did it fuck up? Oh my god. No. But you roll over my toe when I fall on the side. I felt it. Huh? I felt it. Yeah. You felt it? Yeah. Oh. Are you okay? Yeah, I'm good. No, you sure? Oh yeah. Okay. Fantastic. Yes! Dude, amazing. Yep. Oh my god, I love you. Oh! Oh, that was great. Yeah. All right. That was gnarly. Glass, jacket kaputt. Glasses. Yeah, I got a piece of glass back. And now the train is hitting the car. Here's the angle. Quality production here, okay? So I'm asking him to buy blood, right? He found a lipstick that is not even red. It's actually like purple. What the fuck is that? What the fuck again? Doesn't matter who took the hit. It's like, it's such fucking teamwork. It's like, you guys got it. It's because of you. You guys are the eyes of the viewer. Yeah, you can put your eyes, your talent on the line. I put my face on the line. You know, makeup on the line. So, mal wieder vergessen, ein Outro zu filmen. Also, hallo hier aus der Corona-Quarantäne. Ich möchte noch einmal betonen, bitte das Ganze nicht zu Hause nachmachen oder auf der Straße nachmachen. Ihr seht vielleicht in der Slow Motion von diesem Stunt, dass da doch sehr viel Präzision und Technik zugehört. In schnell sieht es aus, als würde er einfach nur überfahren werden. Aber ihr seht da, wie er in die Rolle geht und sich quasi über das Auto abrollt, sodass er möglichst wenig verletzt wird. Nochmal, nicht zu Hause nachmachen, natürlich. Sollte ja selbstverständlich sein, dass man das dann nicht einfach selber macht. Also Leute, danke fürs Zuschauen. Gebt einen Daumen nach oben, wenn ihr es noch nicht getan habt. Abonniert, wenn ihr es noch nicht getan habt. Das Corona-Tagebuch beginnt. Morgen ist mein Geburtstag und ich glaube, es wird der beste Geburtstag aller Zeiten. Habt eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis zum nächsten Mal. Peace.